Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho कट जाए तंबूरा सुन ले साधु भाई तंबूरा सुन ले साधु भाई तेरा किया कर्म छूट जाए तेरी लाख चौरासी कट जाए तंबूरा साधु भाई तंबूरा सुन ले साधु भाई प्रथम सतगुरु
देव ने सिमरा ने सिमरा सारद मा प्रथम सतगुरु देव ने सिमरा ने सिमरा सारद मा दर्शन दी जो माने परसण हो जो मारे दर्शन दी जो मारे सो परसाना हो जो मारे हृदय ही मत आवे पूरा सुन ले साधु भाई संगूरा सुन ले साधु Die Zahl der von Virus verursachten Tode steigt weiter an. USA, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Belgien, überall steigt sie stark an. Indien hält sich noch gut, es ist gerade bei über 200, aber die nächsten 7 bis 10 Tage sollte man im Auge behalten. Es gibt Schätzungen, dass es sehr steile Anstiege geben kann, wenn die Ausgangssperre nicht sehr streng durchgeführt wird. Ich glaube, wenn man den Rat aus der medizinischen Fachwelt ansieht, führt dies die Regierung dazu, mit erneuter Entschlossenheit an, die Ausgangssperre weitaus strenger durchzusetzen, damit der Anstieg nicht steil ist. Aber leider in den letzten 24 Stunden ist der erste Arzt gestorben, der dem Virus in Indien erlegen ist. Der erste Mediziner leider. Viele von ihnen sind infiziert, aber dies war der erste, der dem Virus erlag. Die Belastung für die Mediziner und die Streitkräfte kann stark verringert werden, wenn sich jeder Bürger verantwortungsbewusst verhält und sich von selbst abschottet. Das ist sehr wichtig. Und ich möchte auch noch einmal unseren neuen chinesischen Freiwilligen danken. Wir sind wahrscheinlich bis morgen Abend werden wir 10.000 N95 Masken erhalten, die für das medizinische Personal benötigt werden, und etwa 1.000 Schutzanzüge, die auch für diejenigen sehr wichtig sind, die sich dem Virus bewusst aussetzen. Und über 2.000 Schutzbrillen und über 5.000 Schutzschuhe, Paar Schuhe und über 100 Schachteln Einweghandschuhe und 20
UV-Desinfektionslampen durch. Dadurch, das lässt die Masken und Handschuhe wiederverwertet werden können. Wir sind sehr unseren chinesischen Freiwilligen dankbar, sehr dankbar. Nun, in Zeiten wie diesen, in denen wir uns verschiedene Kommentare anhören, falls du das noch nicht weißt, wahrscheinlich weißt du, WhatsApp hat Weiterleitungen auf eine einzige beschränkt. Sie hatten es auf 5 reduziert, jetzt ist es eine. Das liegt daran, dass es einige Leute gibt, die einfach böse und hinterhältig sein. Sie wollen die Gelegenheit nutzen, negative Geschichten zu verbreiten. Ich hoffe und glaube, dass das nur wenige Menschen sind. Aber die größeren Gruppen, aus Angst, übertreiben sie. Angst, das habe ich immer gesehen, ist eine Sache, die im menschlichen Verstand alles übertreibt. Es gab eine Zeit in Mysore, wenn irgendwo, weißt du, zu Hause oder irgendwo in einem Geschäft, wenn eine Schlange kam, riefen sie mich, weil ich auf der Suche nach einer solchen Gelegenheit war. Dann sagten sie, große Schlange, sie hatte ihre Haube gespreizt, sie ist so groß. Du gehst dorthin und schaust dich um und dann findest du etwas so Großes und es ist eine Rattenschlange, keine Kobra, die definitiv keine Haube hat, aber sie sahen wirklich diese große Haube. Sie erfinden das nicht. Das macht die Angst mit dem Verstand. Wenn Menschen Angst haben, wird alles so. Es ist also ganz wichtig, dass wir lernen, auf gefährliche Situationen, auf herausfordernde Situationen ausgewogen zu reagieren. Andernfalls wird unsere Übertreibung uns umbringen, wenn es nicht das Virus tut. Dies geschah in Arizona. Ein Tourist ging nach Arizona und schaute sich um. Alles war knochentrocken. Also fragte er einen Einheimischen, seht ihr hier jemals Regen an diesem Ort? Wie oft regnet es hier? Alles ist so trocken. Da wurde der Eingeborene etwas dramatisch. Regen? Regen? Nun, es gibt 10 Jahre alte Frösche hier in unserer Stadt, die noch nicht schwimmen gelernt haben. Also, Übertreibung ist die Natur des menschlichen Verstands, wenn er ängstlich oder unsicher ist. Unsicherheit und Angst sind zwei Dinge, die dich dazu bringen, alles zu übertreiben. Nun, WhatsApp musste also beschränkt werden. Man kann nun nur einmal etwas weiterleiten, sonst musst du dich hinsetzen und es tun. An wie viele Leute so oft musst du dann klicken? Es dient als kleines Hindernis, damit sich deine Angst nicht verbreitet. Denn Angst und Panik nun ja verbreitet sich viel schneller als das Virus. Wir müssen es eindämmen, das ist sehr wichtig. Diese Frage kommt von Karan. Namaskaram Sadhguru. Du hast erwähnt, dass Patanjali zu Beginn der Yoga-Sutras geschrieben hatte und nun Yoga. Aber du hast auch erwähnt, dass Krishna sagte, Yogastaha Kuru Karmani. Das heißt, zuerst im Yoga etablieren und dann die Arbeit tun. Was ist dieses Kuru Karmani? Yogastaha Kuru Karmani. Ich bin verwirrt, ob ich Patanjali folgen soll, nachdem ich die materielle Welt genieße und dann mit Yoga beginnen soll, oder ob ich Krishna folgen soll, dass ich zuerst mit Yoga beginne und dann mich in der Welt beschäftige. Bitte gib mir Rat.
Es sieht aus, als ob viele Menschen glücklich sind, weil sie glauben, ein Schlupfloch gefunden zu haben für das morgendliche Sadhana. Es gibt kein Schlupfloch. Nun, nach Ansicht von Gelehrten und Historikern liegt Patanjali ungefähr zwischen 2000 vor Christus und 3000 vor Christus. Das bedeutet, dass er war da vor 3000 bis 3500 Jahre zurück. Krishna liegt über 6000 Jahre zurück. Du musst also zuerst auf Krishna hören. Yogastaha Guru Karmani. Und dann musst du Patanjali praktizieren. Die Bedeutung dieser Aussagen ist, die Natur des menschlichen Lebens und die Intelligenz und die Fähigkeit, Dinge zu erfassen, die Fähigkeit, sich zu erinnern, die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, ist derart, dass du es wurde dir ein lebhaftes Gedächtnis und eine fantastische Vorstellungskraft gegeben, die kein anderes Geschöpf hat. Ihr Gedächtnis und ihre Vorstellungskraft sind nur mit ihrem Überlebensprozess verbunden. Darüber hinaus sind sie sehr minimal. Aber dieses eine Geschöpf, dem wurde dies gegeben, weil es sich entwickeln soll. Ohne tatsächlich reale Situationen zu durchlaufen. Die soll sich durch das Schauen und Erleben der Erfahrung anderer Menschen entwickeln, aus denen sich dieses Wesen selbst entwickeln muss. Denn wenn du diese Fähigkeit des Gedächtnisses und der Vorstellungskraft, wenn du diese nicht hättest, wenn du alles selbst durchmachen müsstest, alle Möglichkeiten des Lebens, und jetzt Yoga, glaube mir, dann wirst du nicht in einer Million Jahre zum Jetzt-Yoga kommen. Nur, dass man den Blick auf das Leben eines anderen Menschen wirft und die Lebenserfahrung eines Menschen, auf den Schmerz eines anderen Menschen, auf das Leiden eines anderen Menschen, dadurch kann man lernen. Du musst nicht all diese Dinge durchmachen. Wenn du denkst, ich werde alles durchgehen und jetzt, dann werde ich sagen, jetzt Yoga, du sollst hier sitzen. In 10 Minuten kannst du alles durchgehen, was im Leben eines jeden Menschen passieren kann. So viel geistige Kapazität ist dir gegeben worden. Hast du von Gautama, dem Buddha, gehört? Er ist nur für einen Abendspaziergang gegangen. Er sah eine alte Person, eine kranke Person und einen toten Körper. Und er hat sich entschieden, zu verlassen. Was? Wer immer diese Frage stellt? Ich weiß nicht, lebst du mit 2 T-Shirts oder mit 4 T-Shirts? Das war alles, was es brauchte, ein Königreich, eine junge Frau, ein Kind, alle Freuden des Palastes aufzugeben und zu verlassen, wegen eines Abendspaziergangs. Nur ein Kranker, ein alter Mensch, ein Toter. Das ist alles, was es brauchte. Das ist alles, was es für einen intelligenten Menschen braucht. Das ist alles. Jeder hat diese Intelligenz, aber sie nutzen ihre Intelligenzen, um damit das rauszufinden. Sie wollen ein Schlupfloch finden. Wie kann ich in meinem Leben scheitern? Ihr Fokus ist so absolut. Wie kann ich in meinem Leben erfolgreich sein? Nein, nein, ihr Fokus ist nicht da. Wie kann ich in meinem Leben abweichen und scheitern? Nun, wenn ich die Befreiung nicht anstrebe, wenn ich den spirituellen Prozess nicht vorantreibe, bin ich dann ein Versager? Ja, als ein Leben bist du. Du magst gesellschaftlich erfolgreich sein, aber sieh, das Virus wird deinen gesellschaftlichen Erfolg, deine finanziellen Anhäufungen herabsetzen. Angenommen, du wirst infiziert. Plötzlich wird das alles nichts mehr bedeuten. Vielleicht gehst du ins beste Krankenhaus und stirbst.
Das ist alles. So viel Privileg hast du, dass du vielleicht in ein besseres Krankenhaus gehst als ein armer Mann. Ich sage nichts gegen deinen Wohlstand oder dein Wohlergehen. Ich sage nur, dass die grundlegende Priorität im Leben das Leben selbst sein muss. Nicht Anhäufungen, nicht soziale Dramen und psychologische Dramen, die du erlebst. Also, wenn du deine Intelligenz einsetzt, um ein Schlupfloch zu finden, oh, du wirst eines finden, denn schließlich ist es dein Verstand. Schließlich ist es dein Verstand. Du findest kein Schlupfloch in der Existenz. Du wirst es keins finden. Du wirst ein Schlupfloch finden in deinem eigenen Denken, deinem eigenen psychologischen Rahmen. Das ist einfach. Es ist voller Löcher. Es ist voller Löcher. Es ist kein Problem, hinzufallen. Aber wenn du hochklettern willst, sieh, es ist wie ein Baobab-Baum, wunderbar. Ich habe diesen Baum in Australien gesehen, aber dann dachte ich, er wächst hier vielleicht nicht. Aber dann fuhr ich nach Rameshwara, wo es einen riesigen Baobab-Baum gibt. Etwa 10, 15 Leute können darauf sitzen und essen. Es wird viel gepicknickt. Wer picknickt, setzt sich auf die Spitze des Baumes und die Äste gehen so hoch und 10, 15 Leute können darauf sitzen und ein Picknick haben. Als ich das gesehen habe, sage ich, wir müssen da einen pflanzen. Und die Leute sagten, Sadhguru, dies, das, aber wir pflanzen einen hier. Und er ist wunderbar gewachsen. Aber das Problem mit dem Baum ist, wenn man den Baum klettern will, gibt er dich nicht genug Halt. Wenn du also jetzt auf diesen Baum hinauf willst, musst du dies mit enormer Sorgfalt und Bewusstheit tun. Auf den Baum hinaufgehen. Es gab eine Zeit, da musste ich, wenn ich einen Baum sah, dort hochklettern. Aber jetzt nicht mehr. Aber es war mal so. Aber wenn du auf diesem Baum klettern willst, wirst du sehen, dass es so viel Bewusstsein und so viel körperliche Kraft ist eine Sache, aber körperliche Kraft allein wird dich nicht dorthin bringen. Es erfordert ein gewisses Maß an Beobachtung und Sorgfalt, um hinaufzuklettern. Aber wenn du hinunterfallen willst, ist es wirklich einfach, weil die Schwerkraft mit dir ist. Die Schwerkraft arbeitet immer für dich, um dich nach unten zu bringen. Es ist also immer so, wenn du dich in einen höheren Raum entwickeln willst, gibt es Herausforderungen und Herausforderungen. Aber wenn du sinken willst, das ist einfach. Nun, es wird die Qualität deines Lebens mindern, aber du wirst immer auch auf dieser Ebene Gesellschaft finden und du wirst denken, dass alles normal ist. Sieh, wo auch immer du dich niederlässt, auf welcher Lebensebene auch immer du dich niederlässt, du wirst eine bestimmte Gesellschaft finden und du denkst, das sei normal. Nun geh und steh. In Tamil Nadu hat selbst während der Ausgangssperre das Tasmak hat immer noch offen. Das Einzelhandelsgeschäft für Alkohol ist immer noch geöffnet, weil es von der Regierung betrieben wird. Auf eine sehr sichere Art und Weise wird es offen gehalten. One should drink that. Anyway, everybody will keep social distancing with you. Wenn man das trinkt, dann wird sowieso jeder soziale Distanz zu dir halten. Also diejenigen, die sich dort zum Trinken versammeln, wenn du sie siehst, du wirst sehen auf dieser Straße, wenn du fährst, bestimmte Leute, die zwischen 6 und 6.30 Uhr abends bewusstlos auf der Straße gefallen sind. Du denkst, er ist gefallen, aber er denkt, er sei high. Ja, das ist die ganze Sache des Lebens. Er ist auf der Straße gefallen, du denkst, oh, er ist gefallen. Aber er denkt, er ist high. Und er hat eine Gesellschaft von Leuten, die alle denken, es sei high. Langsam wird ihre Zahlen größer als eure. Ihr seid besser vorsichtig, denn das wird high und das wird niedrig werden. Denn es ist ein demokratischer Prozess. Und wenn die Zahl ansteigt, dann wird das einzige Wahre sein. Schon überrascht schon die Anzahl jeden. Eine normale Person bedeutet, dass man trinken und rauchen muss.
Was für ein Mensch bist du? Aber jetzt sagt dir der Virus, wenn du geraucht hast, werden wir dich erwischen. Also, weißt du, diese Dinge sind mir passiert. Leute, einer meiner Freunde trifft mich zufälligerweise nach 25 Jahren. Und in der Schule waren wir halt Klassenkameraden. Ich habe ihn nicht gesehen, er ist Wirtschaftsprüfer oder so etwas geworden. Ich steige gerade in mein Auto in Maser ein und dieser Typ parkte sein Auto neben mir. Er steigt so ein, mit einer Zigarette von seiner Lippe baumelt und er steigt so ein. Ich rufe ihn bei seinem Namen und sage, hey, er schaut mich so an. Zuerst erkennt er mich nicht wieder und dann nenne ich ihn bei seinem, du weißt schon, seinem albernen Namen, seinen Spitznamen, den wir in der Schule für ihn hatten. Also ich sage ihm, hey, du. Dann erkennt er mich, oh, sie sagte mir, dass du ein Guru geworden bist. Und dann so, und die Zigarette machte schnell aus. Du rauchst nicht? Er holte seine Zigarettenschachtel heraus. Du rauchst nicht? Nein. Trinkst du nicht? Ich sagte, ich trinke Wasser. In seiner Vorstellung ist mir etwas Abnormales passiert. Etwas völlig Abnormales, denn ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe das Leben aufgegeben. Du hast allem entsagt. Was? Dem Rauchen, dem Trinken, dem Unsinn, den du treibst? Du musst also verstehen, wo immer du hinfällst, dort wirst du deine eigene Art von Gesellschaft haben und du wirst dich für normal halten. Dass dieses Leben auf allen Ebenen sein höchstes Potenzial erreicht, erfordert Anstrengung. Wenn du also denkst, wenn du Patanjali missverstehst und denkst, ich werde alles auf meinem Sterbebett ausprobieren, dann werde ich Yoga ausprobieren. Alles Gute. Denn wenn bei manchen von euch setzt bereits jetzt die Totenstarre ein, wie flexibel du warst als Kind und langsam wirst du so. Du kannst nicht einmal mehr auf den Boden setzen. Schau, ich kann nicht ohne Stock gehen. Das bedeutet, dass du verkrüppelt bist, nicht? Ich kann nicht ohne Stuhl sitzen, ist auch ein Verkrüppelungsprozess. Aber das gilt als normaler Krüppel. Du willst also ein gesellschaftlich akzeptierter Krüppel sein? Es ist deine Entscheidung. Ich spreche vom Leben als einem Standard an sich, nicht als sozialen Standards. Dieses Leben, wie will es sein? Möchtest es aus den Ohren rauchen? Hallo? Möchtest es rauchen? Dieses Leben will nicht rauchen. Dieses Leben will es leben oder umgehauen werden? Dieses Leben will leben. Weil du nicht weißt, wie du mit dir selbst umgehen sollst, findest du diese Art von Ausflüchten. Soll ich all diese Dinge ausprobieren und dann Yoga machen? Nachdem du all diese Dinge gemacht hast, bist du wahrscheinlich absolut ungeeignet, irgendein Yoga zu machen. Das ist nicht das, was Patanjali sagt. Er sagt, benutze deinen Verstand, benutze die Fähigkeiten, die dir die Natur gegeben hat, um alles auszuprobieren. Alles auszuprobieren bedeutet nicht, dass du heute zuerst im Tasmak-Laden Schlange stehst. Es gibt auch soziale Distanzierung dort. Sie haben Kreise am Boden gemalt. Und dann wirst du 6 Monate lang trinken, dann 2 Jahre Leberprobleme, dann kleines Lebertransplantation, aber jetzt musst du das Rauchen ausprobieren. Auf diese Weise wirst du eins nach dem anderen ausprobieren, eins nach dem anderen, und dann eines Tages wirst du Yoga machen. Und jetzt Yoga. Nein, nein, du musst hier sitzen wie Gautama Buddha. Er ist selbst nicht alt geworden, er ist nicht krank geworden und er war auch nicht tot. Er sah nur eine alte Person, eine kranke Person und einen toten Körper und das war's. Das ist, was Patanjali dir sagt. Yogastaha Kuru Karmani. Ich muss dir wohl das nicht sagen, aber befestige dich im Yoga und handle dann. Das bedeutet,
ohne ein gewisses Gefühl der Einheit mit dem um dich herum zu kennen. Wenn du handelst, kannst du nur destruktiv sein. Es gibt einfach keinen anderen Weg. Wenn es ein Gefühl von Einheit gibt, wirst du sanft auf diesem Planeten wandeln. Wenn du glaubst, du seist ein Leben ganz allein, ohne die Hilfe von irgendetwas um dich herum, dann wirst du wie ein verdammter Narr gehen. Das ist, was gerade jetzt mit der Menschheit geschieht. Jetzt sind sie ein wenig bewusster geworden wegen dem Virus. Auf eine negative Weise sind sie bewusst. Wenn du im Yoga verankert bist, das heißt, Yoga heißt Vereinigung. Du hast ein Gefühl der Vereinigung mit allem um dich herum. Wenn du jetzt handelst, werden deine Handlungen einschließender Natur sein, einbeziehender Natur. Wenn menschliches Handeln nicht einbeziehender Natur ist, dann ist das Beste, wenn wir sie mit Inkompetenz segnen. Denn Kompetenz ist das Problem. Ich komme immer wieder auf dieses Beispiel zurück und die Leute sagen mir, Sadhguru, bitte sprich nicht über ihn, er ist sehr gefährlich für dich. Aber ich glaube, er ist tot, er ist nicht gefährlich für mich. Einige Leute haben ihn am Leben erhalten, das ist eine andere Sache. Adolf Hitler, er ist ein Mann von enormen Fähigkeiten. Das einzige Problem ist nicht inklusiv, sondern exklusiv. Schau, was für schreckliche Dinge er tut. Wir brauchen diese Art von Fähigkeit, aber mit Einbeziehung. Wenn jeder Mensch die Fähigkeiten hätte, die er hatte, in Bezug auf Organisation und Inspiration und was auch immer, und sie wären einbeziehend, welch eine fantastische Welt könnten wir schaffen. Wenn du also nicht einbeziehend bist, wenn du nicht Yogastar bist, dann segnen wir dich mit Inkompetenz. Denn Kompetenz wird gefährlich. Menschliche Kompetenz ist gefährlich geworden, weil sie exklusiv ist. Wenn nur die Menschen einbeziehend sind, dann wird jedes Maß an Kompetenz für unser Wohlergehen arbeiten. Im Moment wirkt unsere eigene Kompetenz unserem Wohlergehen entgegen. Also. Die nächste Frage kommt von Jennifer. Lieber Sadhguru, mit der Covid-19-Einsperrung gibt es eine Zunahme von Puzzlespielen, Malbüchern und Stricken. Können solche Aktivitäten, die eine konsequente Konzentration auf eine Sache erfordern und von Natur aus repetitiv sind, einen meditativen Zustand herbeiführen, nachdem sich die Menschen unbewusst sehen? Dies geschah. Shankar Pillai ging von Tür zu Tür. Jetzt geht er. Er nutzte sein Unternehmertum während der Virussperre. Er verkauft Kindern eine Art mechanisches Spielzeug, das die Kinder zusammenbauen können und das ein gewisses Maß an Konzentration und Intelligenz erfordert. Also ging er zu einem Heim. Eine junge Mutter war interessiert, etwas zu bekommen, um das Kind zu beschäftigen. Und Shankaran Pillai zeigte dies, wie das ist und was es ist. Wie auch immer sie es auch versuchte, sie konnte es nicht zusammensetzen. Und sie sagte, ist das nicht ein bisschen zu kompliziert für dein Kind? Dann sagte er, nein, das ist ein Spielzeug, das dem Kind die Wege des Lebens beibringen wird. Was auch immer, wie auch immer man es zusammentut, es ist falsch. Das hat auch Patanjali gesagt. Wie auch immer man es auch macht, es ist falsch. Der einzige Weg ist, mit allem eins zu werden. Also, wenn ich ein Puzzle oder ein Kreuzworträtsel mache, etwas, mit dem es ist, was auch immer, was mich beschäftigen kann. Nun, wenn du ein Buch liest oder ein Puzzle machst oder was auch immer sonst, es ist definitiv ein gewisses Maß an Konzentration erforderlich.
Normalerweise, wenn du konzentriert bist, nehmen wir an, du hast dich für ein Buch interessiert und du bleibst daran beteiligt und bleibst konzentriert, absolut konzentriert in dem Buch bis zu einem Punkt, an dem die Umgebung langsam verschwindet, weil das Buch interessant wird. Das wird im Yoga als Dharana bezeichnet. Das bedeutet, dass man konzentriert ist, du und das Buch, das ist alles, was existiert. Der Rest der Welt ist verschwunden. In diesem Sinne hat es auf jeden Fall einen gewissen Nutzen, aber du benutzt das Rätsel oder was auch immer mehr als Ablenkung, als eine Möglichkeit, dich zu konzentrieren. Der Grund, warum du es tust, ist der, dass du verrückt wirst, wenn du hier alleine sitzt. Es sei denn, du tust etwas, entweder am Telefon oder mit diesem oder jenem. Du musst etwas tun, sonst wirst du verrückt. Ich will sagen, dass zumindest es ist Zeit, an der Zeit zu wissen, dass... Oh, der Tasmac-Laden in Tamil Nadu ist geschlossen. Lasst uns, das sind die neuesten Nachrichten. Alle Tasmac-Läden in Tamil Nadu haben geschlossen. Vielen Dank. Aber am ersten Tag, glaube ich, waren sie zu mit sozialer Distanzieren, weil vor der Rappung. Es tut mir leid. Sie sind alle geschlossen. Es tut mir leid für dich. Die Meldung kam rein, dass die Tasmac-Läden geschlossen sind. Du benutzt es als Ablenkung. Du benutzt deine Konzentration als eine Möglichkeit, dich selbst abzulenken. Ich will damit sagen, dass während dieser Ausgangssperre zumindest du herausfindest, wie verrückt du bist. Erhalte wenigstens eine Diagnose. Du musst nicht zu einem Arzt gehen, denn auch die Psychiatrie ist geschlossen. Setze dich alleine eine Stunde lang hin mit geschlossenen Augen und sieh, was in deinem Kopf passiert. Nach einer Stunde, soweit du dich daran erinnern kannst, schreib es einfach auf. Denn das meiste davon, für die meisten Menschen, gibt es keine Kontinuität. Zufällige, zufällige, willkürige Dinge passieren. Schreib es auf. Wenn du zu Hause jemandem vertraust, sag es ihnen, dass dein Freund, nicht du selbst, hat dir einen Brief wie diesen geschrieben. Stell dich nicht bloß, denn die Leute werden das ausnutzen. Wenn sie es lesen, werden sie sagen, dies ist das Werk eines Wahnsinnigen, hundertprozentig. Du kannst zwei oder drei Meinungen einholen. Du selbst wirst es wissen. Also ist es gut, herauszufinden, wie verrückt du bist. Ja, das ist sehr wichtig. Das Wichtigste, wenn du irgendwo hingehen willst, zuallererst herauszufinden, wo ich gerade bin. Sogar Google verlangt, wo bist du? Wenn du die Route nach diesem Ort fragst, fragt sogar Google Maps, wo bist du? Denn ohne zu wissen, wo du bist, können wir dich nirgendwo hinführen, nicht wahr? Also wie verrückt bist du? Ich denke, es ist gut, das herauszufinden. Gerade in einer Zeit wie dieser malen sich eine ganze Reihe von Menschen das Bild vom Ende der Welt in ihrem Kopf aus. Also gerade solche Leute und alle anderen auch. Du musst dir also ein Bild von deinem Geist machen. Es wird nicht in irgendwelchen Scans oder so herauskommen. Du musst es dir selber anschauen. Wenn du dich also in einem solchen Zustand des Wahnsinns befindest, wohin wirst du so gehen und wo auch immer du hingehst, welchen Unterschied wird das machen? Dieselben Dinge verfolgen dich, dieselben Probleme werden weitergehen. Wir können die physische Atmosphäre verändern, aber das wird die Lebensqualität nicht verändern. Es kommen also bereits eine ganze Reihe von Fragen wie diese: Ist dies das Ende der Welt? Was wird die Szene nach dem Virus sein? Wird alles sich ändern? Unser Leben wird sich ändern, die Welt wird sich ändern, es wird nie mehr dasselbe sein. Die Welt wird sowieso nie mehr dieselbe sein, wie sie heute ist. Wird sie nach 10 Tagen nicht mehr dasselbe sein? Was wird nach dem Virus geschehen? Dies geschah,
mit einer Gruppe von Nuklearwissenschaftlern, der Club der Nuklearwissenschaftler. Sie haben sich getroffen. Einer von ihnen, der besonders pessimistisch war, sagte, so wie wir in 10 Jahren sind, wird es in 10 Jahren eine Explosion von kosmischen Ausmaßen geben, die alles beenden wird. Ein anderer Wissenschaftler sagte, ich bin darauf zu wetten, dass es nicht passieren wird. 1 zu 100. Ich bin darauf bereit, darauf zu wetten. Da sagte der andere Wissenschaftler, wie kannst du dir so sicher sein? Er sagte, schau, es ist nicht so, dass ich mir über irgendetwas sicher bin. Es ist nur so, wenn ich gewinne, werde ich meine Wette einkassieren. Wenn du gewinnst, niemand wird mehr da sein, um etwas einzusammeln. Also Puzzlespiele, Schachspiel, das alles ist gut für ein bisschen Zeit. Aber das sind alles Ablenkungen, es ist keine Lösung. Ich sage dir, nutze diese Zeit, um das Leben, das du bist, zu verbessern. Wie mache ich das? Es gibt viele Möglichkeiten, es zu tun. Es gibt Werkzeuge und Hilfsmittel. Jetzt ist nicht die Zeit, sie anzubieten. Die erste Sache ist diese. Sitze einfach jeden Tag 1 oder 2 Stunden mit geschlossenen Augen allein. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, was der Verstand sagt. Es spielt keine Rolle, was dein Körper damit kämpft. Sitz einfach. Das Leben wird sich verändern, glaub mir. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahāyā.